Und streamst du auf Twitch oder auf YouTube? Auf Twitch. Gemüse. Ist Felix auch da? Nee, nee. Der Maut und lässt halt nur noch rum. Weiß gar nicht wieso. Scheint irgendwie unzufrieden zu sein. Dir. Ja. Dabei habe ich doch erst gerade mit 3 deutschen Schlachtschiffen bei Franzosen versenkt. Beim Ultimate Admiral Dreadnoughts Video. Eigentlich sollte er froh sein. So hat Blazer meinen Kommandanten geschickt. Nein. Das importieren wir. Er wird wohl dann gewinnen. Jetzt wohl irgendwas Neues. Auf mehr Nahrung wegen Bevölkerungswachstum. So, können wir in der Hauptstadt eigentlich da irgendwas ummodeln? Was irgendwie blöd ist? Nicht wirklich. Nehmt ihr die Oliven? So. Schauen wir uns weiter auf den Inseln um. Okay, Edelmetalle. Eine giftige Zunge. Unser Sohn, hä? Huh? Du hast eigentlich von seinem südlichen Land, von Phrygien, eigentlich dann gar nichts. Oder Phrygien. Gar nichts angenommen, oder? Südlich nicht, nee. Ich hab. Also auf der. Doch, ich hab Rhodos genommen, die Provinz. Okay, ja, Rhodos ist halt mitbekommen. Aber sonst die Territorien, wo du eigentlich so richtig reingefallen bist, da eigentlich gar nichts, oder? Nee, gar nichts. Ich glaube, wir haben nur die Leute mitgenommen auf den Auszug mit den Schiffen. Wenn ich nichts bezahle, also Viertelunterhalt niedrig, kriege ich 60. Naja, geht ja gut. So, jetzt schau mal in Sparta. Müsste doch jetzt die nächste Route bald mal fertig sein. Ah, nee, habe ich ja gar nicht gemacht. Ich habe ja die Provinzausbaugeschichte gemacht. Mit Aquädukten. Ja. Mehr Gebäude hier, wenn ich ehrlich bin, für mehr Aquädukte. Spiele beendet, okay. So, also jetzt mal ganz ehrlich, was brauchen wir davon nicht wirklich? Was könnten wir? Zeig mal wenigstens, welche ich theoretisch könnte. Das wäre ja so schön. Richten wir auf die Schafe? Nee. Irgendwas, wo wir den Boden noch nicht haben. Das sind wieder Wein oder Pferde oder Papyrus, aber den will ich eigentlich schon. Schauen wir mal in schönen Argos vorbei. So, Argos bekommt jetzt auch mal, ja, die haben ein paar Bürger hier. Hier mal so eine nette Akademie. So, Athen. Unzufriedene Sklaven hier offensichtlich, wie kann denn das sein? Und auch hier noch eine Akademie. Die bösen Sklaven, hör die nur. Das ist echt unfassbar, ne? Ich ein Sklave wäre in so einem tollen Land, ja. Da wäre ich zufrieden, hochzufrieden wäre ich da. Ja, also mich versklaven lassen, das wäre das Beste, was man passieren könnte. Ah ja, in Sparta, hallo? Als Helot? In der ersten Reihe stehen dann? Kriegst du mal Prügel von der Domina-Frau, die daheim ist? Warte, bis der Mann auf dem Schild zurückkommt? Oder auch nicht. Gemüse. Ja. Nehmen wir Gemüse. Mehr Nahrung ist immer gut. Dann wachsen die Provinzen. So, wir haben auch wieder hier zu einer falsche Kultur plus 2 finde ich gut. Diplomatische Haltung kosten. Minus 20%. Scheiße, nationale Produktion. Stadtschreier. Geschwindigkeit.
Restaurants mit Tierhandwerkern, nimm mal das noch mit. So, jetzt mal wieder Spiele abhalten hier. Und die Bevölkerung bei Laune halten. Ich habe das noch nie gemacht. was macht das nochmal? Ich weiß gar nicht, Teil meiner Spielsuchtbibliothek lang. Ja, ja, ja. Du zahlst doch 700 irgendwas. Ja, ja, ist echt teuer, sehe ich gerade. Ich zahle da, glaube ich, nur 200 oder so. Ich bezahle 884 für Spiel abhalten. Ja. Boah, heftig. Kann ich das? Du bist doch die grandiose Barbarendemokratie da oben. Ja. Sag du es uns. Ja. Kann ich Spiele abhalten? Ja. Wo geht es? Also wo müsste es gehen? Gelobt sei die Demokratie. Vorne bei Regierung, bei der Regierungsinteraktion. Was sagt der Kriegsrat? Das sind die Wahrheit, wir müssen Krieg mit Frügischpacker. Ach, die Typen, die Alpakas hier. Alpakas? Die aus hier aus Mittelasien quasi. Darien, Karthago. Die Alpakas könnte man schon mitnehmen. Alpakas. Ist, glaube ich, nicht stark. Was haben die für Verbündete? Vielleicht werden sie garantiert von Karthago. Ja, ich meine. Müssen die Danien erobern? Ja, Karthago steht halt für die freien Völker. Ja. Das glaubst du auch nicht. Dieser Kriegsrat, der lohnt sich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wenn ich so überlege. Nee, den hab ich, da bin ich auch schon überlegen, ob er den wieder abschafft, der ist total schnell im Arsch. Es ist halt, ganz ehrlich, den Loyalitätsverlust, den man da hat bei irgendwelchen Regierungsleuten, der ist es nicht wert. Dann mach ich lieber die in der Anspruch ganz einfach. Ist jetzt nicht gestorben hier. Alter, der Typ wird der älteste Admiral der Welt, 73. Korrupter Schweinehund. Ja, bringen halt vor Gericht, ne? Nein, nein. Es geht nicht, er gehört zur Oberschicht. Ja, der arme Schwinger. Ja, ey. Frage, hat jemand Tonwaren übrig? Keine Ahnung, ja. Schau mal bei mir nach. Gehört zur Oberschicht. Ich weiß nicht, ob ich Tonwaren habe. Ja. Ich weiß, die Wahrheit, sie schmerzt so sehr ab und zu. Ja, deswegen reiche kollektivieren. Ja, ja, schon nicht genug zu essen in der Provinz, das gibt's doch nicht. Ja, weil über Stoffe bauen will, der Hund. Oh, wir haben eine Safe. Alter. 30 Sklaven. Das ist eine Provinz richtig komisch aufgebaut. Ja. Ich habe in der Provinz wieder mit zwei Stammesleuten 30 Sklaven. Produzieren hat Holz am laufenden Band. Ja, gut für deine Schiffe, oder nicht? Oh wow, Bürger von Arandos. Was? Sich unsere Verbündeten ein kleines Geschenk zu machen. Ja, was? Da schicke ich dir da so ein paar. Wir uns immer näher kommen. Was immer das bedeuten mag. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, 700 zu bezahlen. Also, nein? Nein? Wie jetzt? Dann schicke ich dir schon Leute, ja, 30. Und dann nimmst du die immer noch nicht. Von wegen 30. So. Monatit loyerlich finde ich gut. Monatit loyerlich? Genau, loyerlich ist ein Wort, ja. Loyerlich ja, ist wann fallen wir jetzt da in das komische, na, die Alpakas da ein? Ich habe jetzt der Danien genommen, weil die mich stören da oben. Wen? Achso, apropos Alpakas, hier. Wen nimmst du? Na, die uns vorher im Weg waren die ganze Zeit. Welchen? Ah, da, Danien. Achso, das ist noch ein Idiot. Lysien dann verbündet. Ja, super, ne? Dann können wir die nämlich zusammen einfach wegbashen. Ja, wir haben es bald geschafft. Juhe! Weiter kommt auf. Muss, dass ich eine Provinz bestimmt vergesse.
Schicke Truppen hin. Willst du jetzt schon mit? Also ich habe halt noch echt die Lachs Expansion, ich würde die echt ein bisschen gern abbauen vorher. Ja, sonst kann ich das machen. Oder steigt es dann bei dir trotzdem? Ja, nee. Die Sachen gehören ja. Also wir vervollständigen ja die Provinzen halt. Dann halt. Ach, nicht. Warte, ja, warte mal. Abgeblasen. Ich guck mal kurz. Wie? Ich habe keinen Kriegsgrund. Moment mal. Wir haben Kriegsgrund gegen Akamanien, Polyrien, Tara, Phrygien, Insubien? Okay. Ach, da oben sind die. Karthago. Ach, dieses Dindandrien. Ah, diese gelben Jungs da oben sind das. Ah, die zwischen Chrissy und dir. Ja, genau. Ach, da ist Insubien. Chrissy eh schon geprügelt hat. Ja, wollen wir die vielleicht als Pufferstaat lassen? Chrissy, wolltest du jetzt eigentlich gegen Insubien mal vorgehen, oder nie? Mal gucken, was... Na, meine Leute sagen nicht so Bock drauf. Scheiß Demokratie. Ich sage ja ein wahrer Segen. Demokratie auslöschen. Jetzt. Aber wenn man mit... Oh, das ist aber nicht gut, glaube ich. Wenn Idrysien wieder in den Krieg zieht, dann zieht Phrygien wieder in... Dann sind wir wieder... Ja, wir werden... Da, wo wir vorher waren. Auf sich werden wir eine Menge Spaß haben, aber das ist... Das ist jetzt schon wieder weggefallen. Oh, jetzt krieg ich schon 70. Oh, dick. Technologie? Girls. Die Ton waren so. Uns. Ich war froh, dass ich jetzt 80 Techno-Points krieg. Techno-Points? Krieg ich 126. Die Forschungspunkte. Aber dauert trotzdem noch ewig immer. Ach, ich hab's übrigens auf Rang 3 geschafft beim Ups, Score. Verdammt. Sehr gut. So, nimm mal jetzt das Wild. Ich kann ja schon mal das erste Hanf nehmen hier. Hier nimmt das böhmische Qualitätshanf. Sounds so wrong. Lässt sich besser rauchen als ja. Das von. Nein, ich warte das für die Schiffe. Für die Schiffe brauche ich das. Ja, ja. Ja, ist klar. Was? Rauch? Rauchzeichen? Ich hab grad den Kriegspropaganda erforscht, Leute. Jetzt wird's richtig wild. Oh, jetzt bist du aber richtig recht. Kann man jetzt richtig RPen dann. Ja. Dann kommt jetzt zuerst mal Twitter wieder eingeführt. Mit richtigen Propaganda betrieben. Naja, diese Phrygier, ne? Die sind eh komisch. Ja, die sind da, die haben hier so einen Posten von mir überfallen. So eine Funkstation. Ja, ja, genau. Pferdestation war das, ja. Und deswegen wollen wir jetzt Danzig zurück. Ja. Parkour. Big Train Moment. Ja. Ah, so. Ich kann Straßen bauen, wenn meine Forschung auf Stufe 4 ist. Bei den Zwicks. Eigentlich gehört es mir. Oh, militärisch in 2 Monaten auf 3. Toll. Toll. Was sind wir da eigentlich gerade? Boah, 4 Jahre. Ja. Plus ein Drittel schon an Unterhaltskosten, deswegen. Was ist als nächstes hier? Bogenschützendisziplin. Kampfbonus in Hügeln. Herrscher der Berge. Dann Kombinationsarmee. Oh ja, Combined Arms. Das ist genau mein Ding. So, wie kriegen wir jetzt? 120,48 pro Tick. Sehr gut. Da kann man investieren. Also, wo waren wir jetzt noch nicht? Hier oben in diesen ganzen Gefilden hier. Was haben wir hier? Baracken, was gar nicht so schlecht ist. Hier gibt es Leder. Dafür gibt es auch kein Gebäude. Ja, man bräuchte eigentlich echt diese Ausbaugebäude für jede Art von Ware. Das ist
ist die Bauernsiedlung. Ulpiana. Skandalum Dominus. Skandalum Domi. Warum sollten wir unsere Zeit damit verschwenden? Ja, ich schätze. Yay, ich kann Disziplin mir holen. Noch mehr Sklaven dieser Provinz. Oder hier umsiedeln. Was macht eigentlich eine makedonische Revolte? Also das Land da irgendwie mittendrin in der Türkei, Südtürkei. Was für makedonische Revolte. Ach so, das ist das, was Trikul ausgespuckt hatte. Der hat sich eben noch nicht gemeldet, oder? Nicht, dass wir irgendwie... Nee, nicht. Okay. Er ist verschollen. Der Tod eilt uns alle. Noch bereit, sterben jetzt meine Generäle. Er ist verschollen. Ah ja, hier drüben, ne? Können wir hier noch irgendwas machen? In Apulien eigentlich. Das ist okay, hier gibt's Gemüse. Da könnten wir vielleicht. Ich find's immer cool, wie du Ägypten dazu holst. Die dann originell eigentlich mehr aufs Maul bekommen vom Bürgern. Ja. Das erobern. Das sind nur Ägypter. Einfach nie irgendeine Lampe kommen. Das ist. Ja. Das ist schon alles ausgefuchst, was wir hier machen. Ja. Na, machen wir euch glücklich oder beuten wir euch mit der Rekrutenreserve aus? Was macht denn das hier? 8 Leute. Ausbeuten. Nein, ihr kriegt ein Forum. Die sind ja hier nicht so. Wir haben hier freie soziale Marktwirtschaft, weißt du? Oh, das ist ein Scheißdreck. Du kannst keine Kriege führen. Alter. So, das sieht auch nach einer sehr. Salz machen die hier. Genau, ist das komische Provinz. Zufriedenheit der Primärkultur. Kapazität brauche ich keine. Kapazität an Nahrung. Provisorische Akademie hier hinpflastern. Das bringt alles nicht viel, wenn man ehrlich ist. Die Steuern, die bringt gar nichts, weil wir nur 2 Sklaven hier haben. Macht Sinn. Zufrieden seid ihr eigentlich alle. So, komm, mach mal einfach. So. Steigt auf. Hier ist eine Bauernsiedlung. Okay, ist aber mittlerweile besser beim Ausbauen von dem ganzen Zeug. Ah, servus, Eisel Diesel. Wie lange geht der Stream? Weiß ich, wissen wir nicht wirklich. Also, bis 11 machen wir bestimmt noch. Machen halt so lange, wie es geht. Also, ich denke 11 auf jeden Fall und dann mal gucken, wie lange Christi noch mitmacht. Ihr müsst wissen, er ist schwach heute. Ja. Christi ist schwach. Schwach. Lass mal da Gießerei bauen. Hier, arbeitet er mal was. Hat Zeit für einen Grenzvorher. Ey, das wollen die ganzen Barbaren bei mir. Und Barbarei betreiben. Zerfällt Christus Reich, oder was? Nee, aber die kommen halt von allen Seiten und das... Kommen wir von den Hügeln. Klassische Barbaren, würde ich sagen. Ja, klar, klassische Barbaren, ja. Sie kommen von den Hügeln. Wie war das? Barbarenhochburg. Ist halt das Problem, Gegensätze ziehen sich an, ne? Ja, du musst da die Makomanen auslöschen, solange die leben. Werden die Barbaren ungefesselt sein. Ja, die Makomanen sind's. Und die Bastanien. Ich habe es in einem Traum gesehen. Ich hab's in den Traum gesehen, oh Gott. 3 Gewürze. Okay, da holt er an uns alle. Mal hier irgendwo noch irgendwas nicht Sinnvolles. Noch mehr Gewürze, ist auch eine Bauernsiedlung. Ich bin Sui, ich erober einfach ganz Frankreich.
ganz unauffällig, so ohne Kommentar. Ich muss aber auch ehrlich sein, Frankreich bietet dir nie wirklich Widerstand. Ja, das musst du als deutscher Stammesgenosse ja wissen. Ja. Yeah. Oh boy.